Hallo und herzlich willkommen zurück bei Trendsport Fever. Ja, beim letzten Mal haben wir ja begonnen, einen neuen Bahnhof anzuschließen, unsere Lebensmittelfabrik. Und da werden wir jetzt auch weitermachen. Wir haben ja hier das Ganze angeschlossen. Da haben wir auch schon eine moderne Straße. Wir werden das hier teilweise auch gleich modernisieren, würde ich sagen. So. Wenn wir hier noch da diese Stücke, den Anschluss hier modernisieren. Und auch hier hinten gleich eine modernere Straße bauen. Wir haben 5,37 Millionen. Leisten können wir es uns. Gut, hier hinten. Da ist die Stadt selber schon entsprechend modernisiert worden. Da könnte man bei der Stadt noch helfen beim Wachstum, indem wir da selber noch ein paar Straßen legen. Indem wir, genau, wir können eine so machen. Und dann vielleicht hier noch so durch. Und dann vielleicht eine Buslinie rüberlegen. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Also wir sagen, wir lassen einen Bus da rüberfahren. Wieso eigentlich nicht? So, wo haben wir denn die Stationen? Die Frage ist halt, welchen Weg wir fahren. Direkte wäre quasi hier so rüber. Das heißt, wir könnten da teilweise dann auch die Gegenstationen anfahren. Eine hätten wir zum Beispiel hier unten. Dann hätten wir noch eine. Warte, da wollen wir abbiegen hier hinten. Ja, wieso eigentlich nicht? Ich habe kurz überlegt, ob man noch eine Straßenverbindung hier noch so querlegen, brauchen wir aber vorläufig nicht. Dann fahrt er hier, da hat er alles unter Kontrolle. Dann können wir hier quasi noch eine Verbindung machen vor der Brücke. Und dann würde ich sagen, fahren wir hier. Oder fahren wir hier und drehen da um. Ja, machen wir so. Wir fahren da rein, dann dreht er hier um und fahrt hier wieder zurück. Ja, das ist eigentlich eine gute Wahl. Dann machen wir eine neue Linie. Sorry wegen den Huster. Den werde ich nachher natürlich rausschneiden. So, wir fahren vom Bahnhof weg. Fahren hier rüber, fahren darüber, fahren darüber, dann hier runter, fahren hier rüber. Achso, das sind die anderen Linien. Das hat mich, gerade ein bisschen verwirren lassen. Er zeigt mir ja da quasi die anderen Linien noch an. Dann drehen wir hier um, fahren hier, ja, und fahren dann direkt zurück zum Bahnhof. Gut. Das ist ja Walder. Haben wir schon, wie viele Linien haben wir denn in Walder? Erst eine, gut, das ist dann Walder Linie 2. Walder Linie 2. Es sind jetzt doch einige Stationen. So, dann werden wir mal schauen, was haben wir denn im Walder. Aktuell fahren wir mit den gelben Postbusse. Gibt sicher mittlerweile auch andere Fahrzeuge.
einfach hier mal reinschauen. Wir haben den mit 8 und dann haben wir hier den Daimler Decksitzwagen. Den kann man auch bis 72 einsetzen, also relativ lange, wenn es sein muss. 11 Kapazität, dann kauft man da mal, würde ich sagen, 5 Stück. Und den werden wir auf der neuen Linie zuweisen, weil da habe ich mich da verschrieben. Wo ist die neue Linie? Walder Linie 1. Wo ist Walder Linie 2? Ah doch, Walder Linie 2 ist hier. Wieso zeigt das da unten nicht an? Steinbruch? Verstehe ich nicht. Wir haben hier doch eine Linie. Wieso kann ich jetzt die Fahrzeuge aus dem Depot da nicht der neuen Linie zuweisen? Da sehe ich da irgendwas. Das kann es doch auch nicht sein. Haltestellen passen nicht zusammen. Zum Beispiel Bushaltestelle und Bahnhof. Ach so, da habe ich einen Fehler drinnen. Nämlich hier. Da ist der Bahnhof. Ach, ich sehe schon. War in dem Fall mein Fehler. Wir wollen ja Walder Ambau. Wir wollen nicht direkt den Bahnhof. Es fehlt leider noch, dass man die kombinieren kann zu einem Bahnhof. Aber jetzt müsste das problemlos eigentlich gehen. Schauen wir noch einmal. Ja, genau, jetzt ist sie da, die Linie. Dann können wir hier die Postbusse sehen, eigentlich auch schon mal einstellen. Wie das hier, wir wollen hier die neuen Daimler haben. Passen mehr Leute rein. Aber muss nicht direkt sofort umgestellt werden. Hier Steinbruch Walder, da haben wir eine Komplettumstellung. Das war noch vom letzten Mal. Ich gehe jetzt, also man kann das Ganze auch mal laufen lassen. Auch eher ein bisschen Geld. Hier haben wir auch eine Komplettumstellung. Ratzen, Sägemühle. Das heißt, da können wir auch umstellen. Genau, das ist eine neue Linie, da kann man noch warten. Hier haben wir hier schon eine Umstellung laufen. Ja, da könnte man eigentlich auf den neuen Benz umstellen. Ich ganz vergessen, mein Handy umzuschalten. Mache ich gleich mal. So. Nicht, dass die ganze Zeit vibriert. Dann haben wir hier noch, gut, da passt alles. Dann haben wir hier Lebensmittelburgen, da könnte man eigentlich auch umstellen, auch auf den Benz. So, dann haben wir hier Greier Linie 1. Die macht Gewinn, aber da fahren auch ganz alte Fahrzeuge. Da würde ich auch gerne eine Umstellung machen, und zwar auf die da. Genau. Straßenbahn haben wir hier. Postbusse können wir lassen, da müssen wir jetzt nicht umstellen. So. Dann sollen sie die mal umstellen. Und dann hier Baumaterial. Da kann man eigentlich auch umstellen. Auf die Benzbusse.
So, dürfen dann nur nicht vergessen, dass wir dann später nachschauen, wegen den Umstellungen, dass wir das dann wieder zurückstellen, sobald die durch sind. Jupp, schaut gut aus. Und dann waren ja noch ein paar Züge, die veraltet waren. Und da ist vor allem unser der da. Unser Lebensmittelzug. Da bräuchten wir eigentlich einen neuen. Aber wir haben nicht wirklich viel Geld. Na gut, wir rüsten auch gerade groß um. Wobei, wir haben zuletzt eigentlich immer Gewinne gemacht. Das heißt, mit den neuen Fahrzeugen sollte es eigentlich noch steigen. 8 Millionen könnte man theoretisch noch aufnehmen. Aber wenn es nicht sein muss, würde ich es gerne vermeiden. Was ist hier los? Da steht alles. So, warte, das sind. Wer fahren da alle? Da fahren die ganzen Linien weg, die die anderen Seiten beliefern. Beziehungsweise unser Zulieferer kommt ja auch rüber. Wobei, den haben wir ja, glaube ich, hier hingeschickt. Ja, man sieht, weil hier alles steht, können auch die hier rüber nicht fahren. Ich glaube, wir haben es hier eh schon zweigleisig in jede Richtung. Es sind eh schon die breiten Straßen eigentlich. Und wirklich Platz zum Verbreitern haben wir hier ja nicht. Könnten höchstens noch schauen, ob wir da hinten rum eine Straße legen könnten. Das wäre noch eine Möglichkeit, dass der eine oder andere vielleicht dann anders fährt. So nicht. Genau so werden wir das machen. Da müssen wir natürlich ein bisschen terraformen. Und da ist okay, wenn wir so eine. Also da ist der Tunnel. Ja gut, fahren wir da rein. Schauen wir mal, wie die jetzt fahren. Auf jeden Fall ein paar nutzen da jetzt die neue Möglichkeit. Okay, dann machen wir hier noch eines. Wir werden hier umrüsten. Genau, hier ist ja viel los. Das heißt, da bräuchten wir auf jeden Fall was Besseres. Hier, wenn es geht, auch. Ah ja, schaut gut aus eigentlich. Genau, dann haben wir hier die Brücke auch gleich ordentlich ausgebaut. Können wir hier noch? Gut, dann machen wir hier auch. Und hier noch zum Tunnel zumindest. Das Stück werden wir auch noch ausbauen. Beim Tunnel selber könnten wir auch noch. Achso, und da geht es dann eh schon wieder in die Stadt runter. Genau. Das schaut einmal gut aus. Dann könnten wir hier noch das Stück beim Bahnhof. Okay, das geht nicht. Da kann man es auf schmale rüsten. Ja, das wird gehen. Gut, dann machen wir hier noch. Zumindest bis da runter. Jetzt müsste ich das dann ein bisschen besser verteilen. Die neuen Straßen.
kann man eigentlich in die Stadt das auch gleich reinlegen. Kostet zwar ein bisschen, aber da hier auch für einen Steinbruch und so, das komplett durchziehen. Mhm. Da liegt auch einiges schon wieder im Steinbruch 105. Das lag teilweise auch daran, dass die einfach nicht durchgekommen sind, weil hier alles voll war. Und jetzt haben die doch mehrere Möglichkeiten, wie sie fahren. Blockieren sich nicht alle gegenseitig. Wir haben 4,39 Millionen. Ups, sind das eh die richtigen oder ich da? Ah, das passt eh. Aus der Entfernung hat es so ausgeschaut, wenn ich da mit Straßenbahn gebaut hätte. Dabei sind das nur die Fahrspuren. Da haben wir eine Brücke. Ich glaube, da nach hinten fährt ja aktuell niemand mehr. Das heißt, das müssen wir nicht unbedingt modernisieren. Beobachten wir mal den Verkehr ein bisschen. Und schauen auch, was die Linien mittlerweile machen mit den Umrüstungen. Okay, so wie es ausschaut, die sind fertig. Ja, die sind durch. Also das war der Bauernhof. Aber hier Baumaterial ist auch durch. Das kann man mal umstellen. Baumaterial, Burgen, Walder. Walder ist auch durch, können wir auch umstellen. Dann fehlen eigentlich nur noch welche hier. Baumaterial, Ratzen, Sägemühle. Wobei, die sind jetzt auch durch. Können wir auch umstellen. Breitenbach Linie 1, die wollte ich eigentlich auch umstellen. Aber gut, das dauert noch. Die sind wir wohl noch nicht lang genug im Einsatz. Gut, da kann man die auch lassen vorläufig mal. Das hier wird sich das genauso dann selber regeln. Da müssen wir noch aufpassen. Lebensmittelburgen. Schauen wir nochmal. Ich glaube genau, die kann man dann auch umstellen. Fressdorf Lebensmittel, okay, die sind eh schon. Lebensmittel Walder, da ist auch alles umgestellt. Dann haben wir hier Ratzen Sägemühle Lebensmittel, können wir auch umstellen. Jetzt haben wir noch den Steinbruch, da haben wir auch alles umgestellt. Und haben eh schon entsprechendes angepasst. Genau da wollte ich mal schauen. Holen wir uns da mal so einen Bus. Weil da fahren nur ganze zwei Busse. Na gut, das sind die, die in die Stadt reinliefern. Da wartet aber auch nichts aktuell. Wie schaut es hier aus? Wie geht es den Zug? Der würde, wenn er was hätte. Und die Fabrik ist bei, die geht wieder nach oben. 176. Wir haben 7,2 Millionen. Okay, da werden wir jetzt kurz was machen. Lass uns mal langsam laufen, machen dann einen neuen Zug. Wir werden den jetzt wirklich mal austauschen und schicken den ins Depot. Und kaufen uns einen neuen. Man sieht, der quält sich eh schon ein bisschen der Zug. So.
Der Zug hat eine Länge von 128 Metern. Und den verkaufen wir mal. Kaufen einen neuen. Die Frage ist nur, welchen. Wir könnten eine Elektrolok, da geht verdammt viel Geld drauf, wenn wir uns gleich die kaufen. Dann hätten wir Krokodil, das war aber nur 75. Dann hätten wir hier den Flying Scotman. Und dann haben wir hier natürlich noch, den könnten wir noch bis 1960 einsetzen. 247 und der war 291, 100 km/h, der fährt auch 100, Zugkraft 196, Leistung 2300, gut, Zugkraft, Leistung wäre natürlich der deutlich besser, aber die Kosten sind mir einfach zu hoch, aber ich werde mir den nochmal holen. Den holen, ja. Und dann brauchen wir jetzt noch Waggons für Lebensmittel. Das müssten die sein. Lebensmittel, genau. Und wie viel brauchen wir da? Schauen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt sind wir da, wo wir vorher waren. Sagen wir 12. Dann hätten wir eine Länge von 139. Ja, dann fahren wir mal mit 12 Waggons. Und schicken ihn auf Lebensmittel Ratzensägemühle. So, und dann lassen wir das Ganze wieder laufen. Müsste gleich rauskommen, der neue Zug. Schaut gut aus. Wie viel haben wir denn noch? 90.000. Na gut, da müssen wir jetzt ein bisschen warten, bis der vollgeladen ist. Aber es war längst überfällig, den mal zu tauschen. Ah, wir haben schon wieder 1,10 Millionen. Das heißt, das nächste, was an der Reihe wäre, letztes Mal sind sie auch angezeigt worden bei den Passagierlinien. Da müssten wir auch mal umrüsten. Aber das würde ich sagen, machen wir dann das nächste Mal. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Transport Fever. Tschüss!